Ja, hallo, hier ist der Modellbau-Goli. Diesmal mit dem Blick über die Schulter. Ein bisschen basteln gemeinsam, ein bisschen quatschen. Gebaut wird momentan, ich versuche es mal ein bisschen besser auszuleuchten, das Torpedoboot von Heller in 1 zu 400 in der Version T. 23, 25, nee, 28, 36, also wählbar, sind mehrere zur Auswahl. Bis jetzt ist der Bausatz recht gut, muss ich also wirklich sagen. Tu den Karton nicht so weit weg. Gewöhne dir das an, die Sachen da wieder reinzulegen. Ja, aber ich möchte einfach wieder gemeinsam mit euch bauen, sagen wir es so. Das brauchen wir gleich. Ich habe schon einige Bauschritte mehr oder weniger fertig. Es kommt jetzt gleich noch das Versäubern, wenn ich dann irgendwann zum Lackieren komme. Aber naja, aber beim Bauen kann man ja auch wunderbar quatschen. Ich muss jetzt gerade mal gucken. Ich hatte gerade gesagt, dass ich den Schritt hier machen will. Das heißt, ich brauche das Teil 55. 55. Was mich einfach mal interessieren würde, macht ihr neben dem Modellbau auch noch was anderes? Also bei mir sieht es so aus, 55, ja. Und ihr findet die 55 nicht. Das ist nicht die 55. Das ist die 55. Ja, ich hatte sie sich schon abgemacht. Also die 55 brauche ich. Das. Gucken. Das andere ist noch hier. Oh nein, es ist was runtergefallen. Okay, das suche ich gleich. Ich bin jetzt am Bauen. Nein, ich möchte jetzt eigentlich nicht unterbrechen. Zumal ich gar nicht weiß, was runtergefallen ist. Ich habe nur was fallen gehört. Das ist, wenn man abgelenkt ist, bauen und quatschen. Also, nochmal, macht ihr noch was anderes? Also bei mir ist natürlich nicht viel Zeit. Ich habe auch sehr wenig Zeit zum Bauen. Das liegt aber auch schlicht und ergreifend daran, ich habe jetzt einen Job, wo ich jeden Morgen ca. 160, 170 Kilometer zurücklegen muss, eine Strecke. Ja, das mache ich mit dem ICE. Ich finde es in Ordnung. Ich habe zwar jetzt ungefähr etwas mehr wie 1,5 Stunden Weg zur Arbeit, um nicht zu drücken. Weg zur Arbeit. Nur ich muss sagen, vorher hatte ich ungefähr eine Stunde und die habe ich im Auto verbracht. Da machst du nichts, da fährst du, ärgerst dich über den Stau, ärgerst dich über die Idioten, die auch Auto fahren dürfen. Und das war's. Und im ICE, aufgrund, dass ich da erste Klasse fahren darf, von meinem Arbeitgeber her, sitzt du bequem, wenn der Zug nicht überfüllt ist. Liest, arbeitest, nutzt die Zeit eigentlich für dich oder halt, dass du einfach sagst, ich mache eine halbe Stunde, Stunde früher frei und den Rest mache ich im Zug. Habe ich auch schon gemacht, ist alles bei uns möglich. Also geht das eigentlich, ne? Aber man ist halt spät zu Hause, das muss man schlicht und ergreifend sagen. Ich bin spät zu Hause und dementsprechend wenig Zeit fürs Bauen. Und jetzt soll noch ein großes anderes Projekt hinzukommen. Wir haben uns, habe ich vielleicht schon mal erzählt, weiß ich gar nicht, einen Wohnwagen gekauft. Ist das überhaupt das Richtige? Nicht, dass ich das Falsche dahin klebe. Nochmal kontrollieren. Wäre nicht das erste Mal, dass ich die falschen. Nein, sind die richtigen. So. Jetzt das Oberteil. Das ist das. 82 Kontrolle. Ja, gut, dass du geguckt hast. Das ist nämlich hier die 6. Wieder fällt das ab. Wie
Wieso ist das die 6? Wollte mich verarschen. Das ist das doch. Also ich bin jetzt schon so weit. Ich habe hier auch das falsche genommen. Das ist nahezu identisch. Egal. Probieren wir es mal. Also nochmal, wenig Zeit zum Bauen, klar. Und jetzt soll noch ein großes Projekt dazu kommen. Also A ist ja eigentlich ein großes Projekt noch am Laufen. Ich bin mit meinem Hausumbau aus zwei Reihenhäuschen alten, mache ein großes, noch nicht ganz fertig. Aber da soll jetzt noch was anderes zukommen, nämlich ich will einen Wohnwagen renovieren. Wir haben uns vor geraumer Zeit, letztes Jahr oder wann das war, einen Wohnwagen zugelegt. Einen uralten Wohnwagen. Von außen sieht er sehr gewöhnungsbedürftig aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Eingesetzte Bleche. Innen ist er sehr schön, oder schön, sagen wir es schön, weil Charme der 80er natürlich, ne? Ich sage alter Wohnwagen. Dementsprechend ist der natürlich auch innen. Glaube ich, habe ich ein Problem. Das werden wir aber sehen. Anders geht es nicht. Das andere ist schon montiert. Da kriege ich das nochmal ab. Ist das das denn? Ist da einmal die Nummer nicht kontrolliert? Aber das passt hundertprozentig. Schauen wir mal, wo wir landen. Ob wir das auseinanderreißen müssen. Na, also, nochmal. Charme der 80er, Wohnwagen. Ja, sehr, die Jüngeren unter euch werden sich noch erinnern, wo wir waren bei meiner Seniererei. Und da muss ich echt sagen, innen drin kann was gemacht werden. Jetzt habe ich einige Videos mir angeschaut von Leuten, die Wohnwagen restauriert haben. Da muss ich sagen, jo, das sieht machbar aus. Ja, da hast du auch Lust zu. Und es sah auch nie so schwer aus, ne? Sagen wir es mal so. Aber andererseits, wenn ich mir so die Videos hier vom Hamilcar Barcast, von Delan, Real Motorholic oder Zampi angucke, das sieht auch immer ganz einfach aus, was die da machen. Nur meine Modelle sehen am Schluss dann doch anders aus wie den ihre. So, und jetzt bin ich mir doch fast sicher, dass ich hier das falsche Teil habe. Ohne großflächige Zerstörung kriegst du das aber nicht mehr hin. Kontrolle. 82. Na, sieht das auch immer ganz leicht aus. Brechen wir es auseinander. Oder auch nicht. Naja, ich muss improvisieren. Wenn ich das jetzt auseinanderbreche, sieht das nachher noch schlimmer aus, als wenn ich hier fummel. Also fummeln wir. Wir fummeln! Das ist, wenn man nicht aufpasst und die falsche Nummer, zwei Bauteile nur um 2-3 mm länger verwechselt, schon fummelt man. Siehst du, und genauso wird das auch bei meinem Wohnwagen werden. Ich sehe es schon kommen. Wie macht ihr eigentlich Urlaub? Was haltet ihr von Wohnwagenurlaub? Camping. Muss ja nicht Wohnwagen sein. Kann ja auch normaler Campingurlaub sein mit Zelt. Ich finde es eigentlich schön. Selten Urlaub so gemacht, dass man mit der Familie verbringt. Bei mir gehört zur Familie auch der Hund. Also das ist ganz klar. Ne? Bei uns wird der Urlaub nach dem Motto ausgesucht. Gefällt es dem Tier oder ist es hundefreundlich? Wenn das gegeben ist, gucken wir mal. Gefällt es uns? Und dann danach wird ausgesucht. Freunde von uns, befreundete Familien, wir wollten eigentlich zusammen mal Urlaub machen.
wollen ein großes Haus in Kroatien mieten. So für 3, 4 Familien, alle zusammen. Ist bestimmt auch ganz schön. Nur das Problem wäre da gewesen. Ohne Hunde. Ja. Selbst wenn Hunde mitgenommen werden können. Ich finde schon für die Fahrt nach Kroatien ist schon grenzwertig. Lang. Ja, wenn man die in einem Stück machen muss. Will. Und wenn man dann noch einen Hund dabei hat. So, jetzt muss ich ganz kurz mal aufpassen, dass das hier was wird. Wenn man dann einen Hund hat, das ist dann sowieso schon mal nichts. So eine lange Fahrt für einen Hund. Ja, da muss man einfach ein bisschen Rücksicht nehmen. Letztendlich wäre es aber auch nicht möglich gewesen, dass alle Familien ihren Hund mitnehmen. Und den anderen war das alles egal. Die sagt, nee, der kommt in der Pension, alles gut, da fühlt er sich wohl. Wie gesagt, ich arbeite viel, habe wenig Zeit. Und wenn ich denn mal Urlaub habe, dann will ich den mit der Familie verbringen. Und bei mir gehört nun mal der Hund mit zur Familie. Da gibt es nichts. Das können nicht alle verstehen. So, dann müssen wir jetzt wirklich mal schauen, wie wir das hinkriegen. Dadurch, dass ich das falsche Teil hier genommen habe, habe ich jetzt hier, ich hoffe, man kann es sehen, ich versuche mal das Licht ein bisschen, ja, ein Spalt, also kein Spalt, sondern eine Lücke. Ich werde da was einsetzen müssen, dann spachteln. Immer noch besser als das komplett zu zerstören. Ne, wir setzen da was ein. Aber da lasse ich euch nicht zugucken. Wenn ich murkse, dann guckt ihr mir mit. Bitte nicht über die Schulter. Da wird irgendwas. Wahrscheinlich, ich könnte ja eigentlich es so machen. Ja. Wie fülle ich das am besten? Ich klebe Alu, hältst du wohl? Ich klebe was drunter. Ich sag mal, Klebeband hier ab, Maskierklebeband oder was auch immer. Füll dann oben mit Spachtel aus. Mach den schönen glatt. Ich gucke mir aber vorher noch an, was da wirklich alles hinkommt. Also nicht zu früh irgendwas machen. Lesebrille auf. Kontrolle. Sehen die Kanten aus. Sieht gut aus. Nee, da nicht. Das Zeug klebt so schnell. Ich meine, das ist immer günstig. Ja, jetzt ist es super. So. Möglichst genau arbeiten. Das genaue Arbeiten erspart den Spachtel im Haus. Ja. So, den Schritt haben wir. Darüber kommt jetzt noch mal was. Vielleicht sieht man es gar nicht so sehr, dass ich wirklich nicht so viel fummeln muss. Ich habe Hoffnung, ich habe Hoffnung. Ja, die Kette, Ankerkette, kommt mal hier rein. Also die finde ich richtig geil. Ja, mit Original Ankerkette. Die Lützow habe ich mir jetzt auch geholt, da war sie auch dabei. Das ist schon was. Oh, da ist sie. Von der Lützow. Muss ich gleich wieder reintun. Ich habe das nämlich vorhin ausgepackt für ein Video. So. Also wieder Urlaub. Campingurlaub finde ich total geil. Mit der Familie. Wir haben unsere Probeurlaube, bevor wir uns den billigen alten Wohnwagen gekauft haben. Gemacht. 73, nee, das ist es nicht. Oh Mann, ey. Wo haben wir das denn? Okay, da ist doch das. Die Probeurlaube gemacht. Urlaube. Und da war es einfach so, wir haben uns einen Wohnwagen gemietet, uns einfach ausprobieren und
es ist einfach herrlich, ne? Wir haben den ganzen Abend Karten gespielt, gemeinsam als Familie, sind da auf dem Campingplatz rum, an den See, mit dem Hund viel Spaß gehabt. Also so hatte ich das bisher noch nie, auch nicht in der Ferienwohnung, komischerweise. Obwohl wir in dem Wohnwagen auch Fernsehen hatten, Kabelfernsehen, ne? Wir kamen gar nicht auf die Idee, das Kabelfernsehen anzumachen. Muss man ja mal sagen. Und so war es dann eigentlich. Ja, das wunderte mich schon, warum das so komisch war. Eigentlich sogar noch fast besser, wie wenn wir in der Ferienwohnung sind. Ne? Man hat sich wirklich auf die Familie konzentriert. Die Kinder hatten nicht mal Internet und denen war das egal. Aber die hatten Spaß. Und man hat eine super Gemeinschaft auf so einem Campingplatz. Naja, und wie gesagt, für mich gehört der Hund dazu, ist Familie. Und dann fahre ich nicht ohne den Hund in Urlaub. Ne? Dann genieße ich den Urlaub mit Hund, mit Tier, mit Familie, auf dem Campingplatz. Eine geile Gemeinschaft. Sofort Freunde oder Freunde, ist jetzt zu viel gesagt, aber sofort Anschluss. Dass man einfach sagt, weißt du was, lass uns zusammen heute Abend auf das Oktoberfest, was da war oder alles Mögliche, ne? Nette Holländer kennengelernt, die uns sofort geholfen haben beim Aufbauen, wie wir das erste Mal mit unserem Wohnwagen waren. Also macht schon Spaß. Kann ich jedem mal empfehlen, zumindest mal auszuprobieren. Naja. Aber ich glaube, ich habe genug sinniert. Wie gesagt, schreibt mir, habt ihr Tiere? Glaubt ihr, dass ich den Wohnwagen hinkriege? Ich kann ja mal Bilder posten oder schicken, mailen, Video, was weiß ich. Ich habe langsam den Überblick verloren, was ich hier mache. Ich habe echt den Überblick verloren, was ich hier mache. Ich habe es komplett falsch gemacht, oder? Nee, Quatsch, ich hab's komplett richtig. Ich hab's komplett richtig gemacht, als wenn der Goli was falsch gemacht hätte. So, jetzt gucken. Da kommt jetzt die 81. Die 81. Naja, während ich hier weiter sinniere, das ist das. Also muss ich auch das nehmen. Okay, alles gut, alles im Rahmen. Ich habe es hingekriegt. Wenn man so viel quatscht, kommt man halt manchmal durcheinander. Wie gesagt, antwortet mir mal bei meinem Blick über die Schulter. Vielleicht schreibt auch einfach mal, halt einfach den Mund. Interessiert das nicht, was du da quatscht? So. Und ich baue jetzt noch weiter, aber diesmal ohne euch, sonst wären die Videos zu lang. Beantwortet würde ich mich freuen. Und ich hoffe, bei euch klappt es auch so gut mit den Bausätzen wie hier momentan. Gerade wenn man davon spricht, haut es nicht so hin, wie man das will. Ist euch das mal aufgefallen? Ist da ein System hinter? So, jetzt. Ach, Scheiße, der war daneben. Ja, der verdunstet. Da ist das ja, wenn man nicht mit dem Finger drauf toucht. Nach dem Lackieren nicht ganz so schlimm. So. Ich sag jetzt erstmal Tschüss. Bis dann, euer Goli.